liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Vielen Dank. Im Jahr 2015 reisten ca. 86.000 deutsche Touristen nach Namibia, die allergrößte Zahl aus Übersee. Davon werden viele gekommen sein wegen der Landschaft. Die meisten aber sind gekommen aufgrund unserer gemeinsamen Geschichte, die wir mit Namibia haben. In der ehemaligen Kolonie, der deutschen Kolonie, nämlich Deutsch-Südwestafrika, findet sich viel heimische Kultur noch. Man findet dort noch Bäckereien, dort gibt es auch noch Schwarzwälder Kirschtorte, man findet liebevoll hergerichtete Häuser in Swakopmund und man hört noch die deutsche Sprache. Die Zahl der Muttersprachler schwindet allerdings. Die deutsche Minderheit macht zurzeit nicht mal mehr 1% aus. In Gesprächen, sei es jetzt mit Besuchern, die selbst in Namibia gewesen sind, oder auch mit deutschen Namibiern, hört man, dass sich sehr viel verändert hat. Dass das Deutsche langsam verschwindet. Deutsch wird aus den Lehrplänen gestrichen. Deutsche Namen verschwinden von den Straßenschildern. Und es heißt, die Regierung habe das Bedürfnis, die Zeichen der Kolonialzeit hier zu beseitigen. Aber neben diesen Veränderungen heißt es, spürt man auch eine andere Veränderung. Eine Veränderung der Stimmen, auch ausgelöst durch die Diskussion, nämlich der Anerkennung als Völkermord, nämlich den Wunsch nach Reparationszahlungen. Und teilweise, so hört man auch, ist das bislang friedvolle Zusammenleben zwischen den deutschen Nachfahren und den Nachfahren der Hereros nicht mehr so, wie es in der Vergangenheit gewesen ist, sondern wird auch, und das müssen wir auch sehen, durch diese Diskussion natürlich erschwert. Es heißt jetzt, die Deutschen werden oft als Fremde bezeichnet. Es heißt, im Wahlkampf gibt es die Parolen, dass sie das Land zurückerobern wollen, wo noch die wenigen verbliebenen Nachfahren der Deutschen leben. Und hier, glaube ich, haben wir auch eine Aufgabe. Wir haben auch hier die Aufgabe, den Dialogprozess, der, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg ist, nämlich zwischen unserer Regierung und der namibischen Regierung, dass wir auch in diesem Dialogprozess darauf hinwirken, dass die Diskussion nicht weiter radikalisiert wird. Wir haben die Erfahrungen gemacht in Simbabwe, wie es gewesen ist. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir auch nicht hier ein zweites Mal erleben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, am deutschen Wesen soll die Welt genießen. Wer kennt nicht diesen Ausspruch oder den Anspruch auf einen Platz an der Sonne? Das war eine nicht untypische Sichtweise für die damalige Zeit, in der die Kolonialmächte von ihrer eigenen Überlegenheit ausgegangen sind. Gleichberechtigung war sowieso kein Thema gewesen zu der damaligen Zeit. Und im Zuge dessen wurden auch die unsäglichen Gräueltaten von General von Trotta verübt. Sie wurde auch angesprochen, über 65.000 tote Hereros, über 10.000 vom Stamme der Nama. Und das ist eine Geschichte, das ist ein schwarzes Kapitel in unserer Geschichte. Den müssen wir uns stellen, verantwortungsvoll und moralisch. Und ich glaube, es ist auch unbestritten, dass 112 Jahre nach diesem Mord, nach den Maßstäben auch des Völkermords hier Anwendung finden. Aber wir müssen natürlich auch sehen, nämlich dass die Rechtsnorm eines Völkerrechts natürlich erst 1948 geschaffen worden ist. Und Recht ist nun mal Recht. Ein Rückbezug ist deswegen auch nicht möglich. Und Rechtsansprüche, ich spreche jetzt vom juristischen, Rechtsansprüche können daraus nicht hergeleitet werden. Aber wie alle verurteilen, Herr Kollege Kekeris, vielleicht beantworte ich gleich Ihre Frage, vielleicht wir alle verurteilen, was damals passiert ist. Wir haben es auch in Anträgen schon gemacht. Ist ja nicht der erste Antrag, der jetzt eingebracht wird, sondern es sind ja schon Anträge eingebracht worden 1989 und auch 2004, in dem sich das gesamte Parlament damals auch zu Schuld und Verantwortung auch damals bekannt hat. Und wir wissen auch, dass eine kritische Aussetzung mit der eigenen Geschichte ist immer auch die Voraussetzung mit Versöhnung. Und deswegen bin ich auch dafür, dass dieses Thema, das muss auch in Schulen behandelt werden. Wir müssen heute auch im Geschichtsunterricht, muss auf die Kolonialzeit angegangen werden, auf unsere Geschichte, was damals auch Schreckliches in dem Zusammenhang passiert ist. Aber deswegen glaube ich auch, ist es auch wichtig, dass wir unsere Verantwortung in Entwicklungszusammenarbeit zeigen. Und es ist angesprochen worden, 870 Millionen Euro, gut, Geld ist nicht alles, das wissen wir natürlich im Zusammenhang, aber es ist der höchste Entwicklungshilfebeitrag pro Einwohner.
Wir machen verschiedene Bereiche, ob das Transport ist, ob das Wirtschaftsentwicklung ist, aber es gibt auch diese Sonderinitiative zur Versöhnung mit 36 Millionen Euro. Das heißt, wir gehen speziell im kommunalpolitischen Bereich mit vielen kleinen Projekten genau in diese Gegenden, wo eben die Nachfahren der Hereros sind, wo die auch besonders hier auch damit, davon mit profitieren. Wollen wir noch die Zwischenfrage zulassen oder nicht? Möchte der Kollege Kekeritz noch was sagen? Bitte. Das Thema hat sich nicht erledigt, auch wenn Sie jetzt schon weiter sind in Ihren Ausführungen. Wir haben ja diese Diskussion um den Völkermord in Namibia nicht zum ersten Mal. Und ich habe auch durchaus nachgelesen und auch schon selber teilgenommen an Diskussionen zu diesem Thema. Und da ist immer wieder dieses famose Jahr 1948 genannt worden, wo man damals tatsächlich definiert hat, was Völkermord ist. Wenn man aber jetzt Ihre Logik beibehält, Frau Wörl, dann würde das ja bedeuten, dass die ganzen Reparationszahlungen, die damals aufgrund der Verbrechen im Dritten Reich getätigt worden sind, eigentlich nicht richtig waren, weil ja die Definition, was Völkermord ist, aus 1948, also 3 Jahre nach dem Völkermord stattgefunden haben. Was soll eine solche definitorische Übung überhaupt in diesem Zusammenhang? Ich kann doch nicht auf irgendwelche Paragraphen zurückgreifen, die offensichtlich sinnvoll sind und mich darauf berufen, die sind leider zu spät gekommen. Ich glaube, das ist ein zynischer Umgang mit der Vergangenheit. Das kann eigentlich so nicht sein. Lieber Herr Kollege Kekeritz, ich bin von Recht ausgegangen. Als Juristin muss ich natürlich auch sehen, was ist eine Anspruchsgrundlage. Und eine Anspruchsgrundlage kann ich natürlich nicht heranziehen, wenn das Recht später geschaffen worden ist. Das heißt, ob man hier zu einer Ausgleichszahlung kommt, zu einer Reparationszahlung oder des Gedankens der Versöhnung, ist eine andere Geschichte. Das hoffen wir uns ja jetzt im Dialog. Da werden wir das Ergebnis abwarten, was sich aus den Dialoggesprächen mit der Regierung und unserer Regierung und namibischen Regierung hier ergibt. Aber nicht, wie es oft verlangt worden ist, aus diesem Gesetz von 1948. Darauf wollte ich nur mal den Zusammenhang noch mal hinweisen. Jetzt haben wir noch 45 Sekunden. Ich habe die Uhrzeit zwischendurch gestoppt. Nur damit. Vielen Dank, Herr Präsident. Bitte, bitte. Ja, ganz kurz vielleicht einen Punkt noch mal, Rückführung der Gebeine. Die Kollegen haben es noch nicht angesprochen gehabt, deswegen möchte ich vielleicht noch mal einen Satz dazu sagen, den ich, glaube ich, absolut für notwendig achte. Ich glaube, die Museen sind auch bereit, es hier zu gewillt, diese Gebeine auch zurückzuführen. Zweimal haben die Rückführungen stattgefunden, 2011 und 2015. Dass die weitere Rückführung dann in Stocken geriet, gab es natürlich mehrere Ursachen. Und eine der Ursachen war leider auch, dass die Botschaft 2005 nicht besetzt gewesen ist, sodass es nicht möglich war, für einen wirklich pietätvollen und würdevollen Rückführung auch hier zu kommen. Und dann fehlt es leider immer auch noch bei vielen Gebeinen der Hinweis, ob sie auch wirklich aus Namibia stammen. Aber ich glaube, dieses Thema dürfen wir auch nicht in dem Zusammenhang aus den Augen verlieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Dialogprozess hofft. Wir hoffen, dass er zu einem guten Ende führt. Wir müssen das Ergebnis abwarten, aber wir sollten auch einen Dialog, und ich glaube, es ist schon wichtig, auch einen gewissen Zeitrahmen, notwendig Zeitrahmen auch mir geben. Sorgfalt, glaube ich, geht hier wirklich vor Schnelligkeit in dem Zusammenhang. Und es liegt an uns, an der namibischen Regierung und an den Nachfahren der Hereros, dass wir gemeinsam und friedvoll in würdigen Gedanken auch an die Vergangenheit die Zukunft positiv gestalten. In dem Sinn, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächste Rednerin erteilt das Wort der Abgeordnete Dr. Ute Fink-Krämer, SPD-Fraktion.